Buruk, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück zu Jacks of Blind. Shadow of the Tomb Raider mit der klassischen Lara Croft. Oh, wir waren das letzte Mal hier im Grab. Weihnachten hier, mit der klassischen Lara Croft. Und ich habe hier das Ding gesucht da. Das Ding hier. Oh. Ist das vielleicht hier oben drauf? Ich suche immer noch das Überlebensversteck hier. Wer letzte Folge nicht gesehen hat vom Heiligabend. Heute, die Folge erscheint am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich habe mir erlaubt, als kleine Weihnachtsüberraschung hier die klassische Lara Croft mal zu nehmen. Das Spiel gibt uns die Möglichkeit, warum sollen wir sie nicht auch mal nutzen? Jetzt sind wir wieder praktisch drauf auf dem Überlebensversteck hier. Wo ist denn der Scheiß? Das habe ich letztes Mal schon gesucht, wie so ihr Blöder. Das heißt, das Wasser müssen wir noch hier ablassen. Wir sind genau drauf auf dem Ding. Wir müssen aber auch aufpassen, hier schwimmen böse Fische hier. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ja, ich will erstmal das Ding hier haben. Wo ich hier irgendwelche Zapfen erreiche. Wo hier drauf? Ich begreif's nicht, ich find's nicht. Ich meine, ist ja wirklich so punktgenau hier, aber natürlich wieder, ja. Ich meine, normalerweise hier, ihr seht, sie ist hier drauf irgendwo. Aber irgendwie. Vielleicht hier vorn. Die sind die Fischis wieder, die bösen da oben. Oder etwa da oben drauf irgendwo. Ich muss das Floß los. Das kann natürlich auch sein. Zu erreichen. Wir werden erstmal sehen, ob wir da hochkommen. Jedenfalls gucken wir nochmal weiter am Wasser. Dann machen wir jetzt erstmal weiter hier. Jo, ja. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Auf Dach gucken. Ja, so. Schaffen wir schon. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ja, jetzt nehmen wir hier erstmal das Ding mit. Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen und das Wasser abzusenken. Wenn Stürme wüten und Flüsse anschwellen, lenkt die Wasser, um den Durst der Götter zu stillen, die sich über und unter euch plagen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen und das Wasser abzusenken. Ja. Den Eimer überhaupt? Auf den Eimer. Ich bin Trujillo Serrano und das sind vermutlich die letzten Worte, die ich schreibe. Andres Lopez, oder Angel de la Cruz, wie er sich seit einigen Jahren nennt, hat endgültig den Verstand verloren. Seine Anforderungen sind gestiegen und wurden immer mörderischer und grotesker, während wir seine Krypta errichten. Der Bau ist beinahe abgeschlossen. Ich weiß, ich werde sterben, wenn unser Werk vollbracht ist. Das hat mir Lopez in einem seiner wenigen klaren Momente selbst gesagt. Diese verfluchte Kiste. Möge sie dafür verdammt sein, was sie dem Mann angetan hat, den ich traurigerweise bis heute bewundere. So, ich muss ja den Zapfen drehen, um. Jetzt halt doch mal endlich den Sabbelmann. Eimer zu füllen und das Wasser abzusenken. Wir haben doch hier schon Wassereimer gefüllt und Wasser abgesenkt. Was willst denn du noch? Du willst ja also nochmal hier rumdrehen. Komm, bitteschön. Wenn Frau Kroff das so will. So, pass auf, jetzt kommt das Ding natürlich wieder hoch, oder? Nächste. So.
Bleibt das jetzt dort unten? Nö. Siehste? Siehste? Einmal mach ich, was du sagst. Und hier, guck mal, was ist. Von wegen Wasser absenken, Mädel. Hier, komm zurück. Oh. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Wie ist Floß? Lara, du redest durch das Zeug. So, hier. Jetzt stehe ich natürlich wieder auf dem Ding hier drauf. Ja, was ja eigentlich... Das Floß. Hm? Ja, wir wollten wieder an Lara rumknabbern. Komm, hör lang. Das Floß losmachen. Welches Floß? Guck mal. Klettern wir erstmal wieder hier hoch. Hier waren wir schon. Darüber hier. Komm ich hier unten irgendwie hin? Aber gehen wir mal hier hin. Und jetzt? Achso, warte mal. Hab da gerade eine wahnwitzige Idee. Noch besser und wahnsinnigere Idee. Oh. Ist auf! Das Seil hält dem Zug nicht stand. Verdammt! Hm. Nanu? Und jetzt? Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen und das Wasser abzusenken. Also habe ich ihn gerade gemacht, ja, ey. Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen und das Wasser abzusenken. Ich habe den Zapfen gerade gedreht, Mädel. Mensch, halt doch mal den, deinen Schnabel hier. Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen. Ich drehe dir gleich am Zapfen. So. Das Floß. Irgendwas. Was wollte die mit den Flößen? Was ist denn das da unten? Das war doch noch weiter absehen. Ah, oh, geh doch mal hier runter. Was ist denn damit hier? Kommt da wieder die Fische? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier, hoch, 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 hoch. Was muss ich da unten mit dem Ding machen?
natürlich kann ich hier nichts machen, wenn die mich dauernd angreifen hier. Ja, nur durchziehen hast du ja gesagt, geht's nicht. Nö. Ich bin gerade wieder mal aufgeschmissen. Aber die die Flöße hier schieben oder ziehen kann ich auch nicht. Ich bin gerade etwas überfragt. Ich sehe schon wieder vor lauter Wald die Baum nicht. Kann ich hier drüben dran springen? Komm ich hier drüben irgendwo. Mensch, lass mich da mal durch hier. Ja. Darf ich wieder nicht lang, na klar. Ich suche immer noch das Überlebensversteck hier. Ja. Ja, das waren Dinge, da kommen sie angefahren. Ja. Noch ein Floß, das ist ein anderer Floß. Ja, die Floße, die stehen dann ja nie umsonst hier so in der Reihe, oder? Damit muss ich auch noch irgendwas machen, aber frag mich nicht was. Lara, hilf mir. Nee, rauf hier, komm hoch hier. Das Floß. Was muss ich mit dem Floß machen? Hier ist da auch nichts dran, oder? Da wo ich ein Seil dran machen und dran befestigen könnte. Also das sind die Dinger, wo die Flöße dran waren hier hinten. Komm ich irgendwie hoch? Na gut. Naja, wie ist Wasser auch hier? Also Wasser noch weiter absenken. Nee, mach mal, ich will mal sehen, ob ich hier noch irgendwo hinkomme, wo ich. Irgendwo hinkomme, wo ich bei abgesenktem Wasser nicht hinkomme. Das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ja. Hä? Hey. Das Floß ist doch los, es ist doch. Ja, die Idee, wenn sie schieben könnte oder sowas. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Floß losmachen, um Zapfen zu erreichen. Das Floß haben wir losgemacht. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Hey, schau doch auf, komm mal hoch hier. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Von hier sind wir doch aber gekommen. Ja. Oder? Ja. Von hier sind wir gekommen.
muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Aber das Floß haben wir schon losgemacht, Lara. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Das Floß ist da los. Oder hängt das hier noch? Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Oder hängt das hier noch irgendwo dran? Natürlich. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ich kann die Dinger also nicht bewegen. Wir müssen das Ganze nochmal angucken hier. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ich weiß, du sprichst die ganze Zeit mit mir, was ich hier machen soll, aber... Ich muss den Zapfen drehen, um den Eimer zu füllen, um das Wasser abzusenken. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Jetzt beruhig dich doch mal, Mädel. Ich meine, das Ganze, was wir jetzt machen, hat man zwar schon. So, hüpf mal hier rüber. So. Na, mach's doch mal da dran. So. Du willst mir also damit erklären, du willst das Ding aufs Floß legen. So. Warte mal. Wir machen nochmal das Seil dran. Ich begreif's gerade nicht. Haben wir das Seil hier dran? Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Was willst du damit Floß losmachen? Das ist doch los, es schwimmt doch dort, ey. Was ist denn das hier unten? Das ist bis irgendwie ein Krempel. Und jetzt? Das ist mir gerade eine Spur zu hoch. Ich bin gerade überfragt. Hinten können wir nichts machen weiter, weil dann gleich die Fischis kommen. Hier, komm hier. Jawohl. Ja. Eddie, ich komm gerade nicht weiter. Ich. Natürlich ist wieder alles zurückgestellt hier. Jetzt ist das Wasser wieder oben. So. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ziehen hält das Tor nicht offen. Ja, aber das Seil hält auch nicht. Ich hätte gedacht, dass ich die Floß irgendwo drunter schieben muss, aber... Und
so schnell, dass hier bis das... Da muss ich hier bloß wieder schnell sein, also... Und dann bin ich gerade überfragt. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Du kannst mir mal mit deinem Floß. Ich werde jetzt mal was probieren. Ach Quatsch. Ich muss wieder hoch. Guck mal. Hey. Senk mal erstmal das Wasser ab. Dann machen wir das Seil hier dran. Jetzt machen wir das, warte ich. Was soll ich denn da machen? Um den Zapfen zu erreichen. Welchen Zapfen? Komme ich irgendwie hier hoch? Ich weiß gerade echt nicht weiter. Muss ich da wirklich erst guckeln oder was ist das? Oder komme ich dort oben raus, wenn ich hier unten rein schwimme? Also die Dinger hier gar nicht. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ja, ja, du gehst mir besser gerade mit deinem Floß. Ich weiß nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich fast das... Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ich gehe mal davon aus, dass du das Floß hier meinst, damit ich hier hochklettern kann. Ja. Und das Floß da, damit ich von hier aus da draus schießen kann, damit du mir sagen kannst, dass einfaches Ziehen nicht reicht. Ja, jetzt gehe ich hier weiter. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ja, halt mal einen Sappel. Zieh hier rum. So. Und hier sagst du mir, ich soll hier dran drehen, wie so ein Blöcker. So, ja, dreh mal. Da geht's Wasser runter, das habe ich auch festgestellt. Jetzt geht das Ding hier runter. Das ganze ich Ding muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Zwei Seile können wir nicht nehmen, oder? Nö. Welche? Das ist wieder was ganz Simples, das weiß ich jetzt schon. Was ist denn, wenn ich mich dranhänge? Ja. Das Ding steht genau neben dir, Mensch, Mädel. Ja, komm.
Jawohl. Aber wie wir es schon erfahren haben, reicht das nicht aus. Was gibt's denn hier unten? Gucken wir uns mal hier unten um. Das Seil reicht nicht aus, sagt sie. Aufpassen wegen diese hässlichen Fische. Sind wir hier wieder? Ja, hier hing ja bloß das Floß dran. Und damit noch was machen müssen, das glaube ich kaum. Nein. So. Jetzt gehen wir noch. Geh doch mal runter! Kommen wir noch weiter hinter, oder? Hinten ist nichts mehr. Jetzt hängt das Seil hier dran, ja super. Hier irgendwas? Hier hinten? Kommst du bis runtergerutscht? Hier oben? Da müsste ich das Wasser wieder hochlassen, um dorthin zu kommen. Also hier hinten ist nichts. Das Ding, das ist keine Ahnung. Ich weiß echt nicht weiter, Leute. Ich glaube, hier muss ich wirklich, um hier weiterzukommen, wahrscheinlich doch mal Buckel ansetzen. Ich lasse mal das Wasser wieder hoch hier. Weiter drüben irgendwas. Das Seil hält nicht, hat sie gesagt. Wahrscheinlich würde ich das Wasser noch höher lassen als ohnehin schon. Ja, das hat er schon, das weiß ich. Schwierig. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. Ja, halt doch mal. Ist gut, Lara. So. Ich muss das Floß losmachen, um den Zapfen zu erreichen. So. Ich mache jetzt einfach mal heute hier von Weihnachtsfeiertag, ich meine. Ich mache jetzt an der Stelle einfach mal hier. Ende ist glaube ich ein paar Minuten sind wir noch, hätten wir noch hier gehabt. Ich mache jetzt mal einfach Schluss für heute.
glaube, ich muss tatsächlich mal nachgucken hier. Ich kann mit dem, was hier. Wahrscheinlich seid ihr alle schlauer und wisst, was ich zu machen habe. Aber. Okay. Was sage ich für heute? Und speichern hier. War eine relativ sinnfreie Folge jetzt, weil, aber naja, gut, egal. Ja. Was sage ich jetzt einfach für heute? Dankeschön auf wieder, Dankeschön fürs Zusehen und einen schönen Weihnachtsfeiertag noch und damit auf Wiedersehen.